Hallo liebe Schüler, die Rechtsgeschäfte sind unser neues Thema. Grundlage für jedes Rechtsgeschäft ist die Willenserklärung. Was das genau ist und welche Kriterien dafür erfüllt sein müssen, werden wir uns nun anschauen. Beginnen wir mit einem Beispiel. Wie würdet ihr folgendes Bild beschreiben? Was könnt ihr sehen? Jemanden, der ein Taxi ruft? Oder eine Person, die einen Bekannten grüßt und deswegen winkt? Der Taxifahrer wird denken, dass die Person ein Taxi will und daher dieses Geschäft wahrnehmen. Die Frage ist nun, kann der Taxifahrer darauf bestehen, dass ein Geschäft zustande gekommen ist und dafür Geld verlangt, obwohl man nur jemanden grüßen wollte? Um diese Frage rechtlich sicher beantworten zu können, müssen wir klären, ob eine Willenserklärung zustande gekommen ist. Was ist eigentlich eine Willenserklärung? Eine mögliche Definition lautet wie folgt: Eine Willenserklärung ist eine Willensäußerung, die darauf zielt, dass ein bestimmter rechtlicher Erfolg eintreten soll. Das passiert zum Beispiel, wenn ein Vertrag abgeschlossen wird. Das ist für beide Seiten ein Erfolg, da der eine Geld verdient und der andere eine bestimmte Ware erhält. Das Wissen über die Definition reicht aber noch nicht aus, um über das Taxibeispiel zu entscheiden. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, um einen Willen zu äußern. Am eindeutigsten dabei ist die ausdrückliche Erklärung. Das ist die mündliche oder schriftliche Abgabe der Willenserklärung. Eine ausdrückliche Willenserklärung wäre zum Beispiel die schriftliche oder telefonische Bestellung bei einem Versandhaus per E-Mail oder Fax. So haben die alten Menschen das zumindest noch gemacht. Eine weitere Möglichkeit, seinen Willen zu äußern, ist das konkludente Handeln. Konkludentes Handeln bedeutet so viel wie schlüssiges Handeln. Man muss also nichts sagen oder schreiben, um seinen Willen zu bekunden. Das konkludente Handeln ist also ein bloßes Handeln, aus dem sich der Wille ableiten lässt. Dafür zwei treffende Beispiele. Wenn man am Automaten etwas kauft, dann sagt man dem Automaten das ja nicht. Also man sagt ja nicht zum Automaten: Hallo Automat, ich möchte gerne bei dir was kaufen. Man wirft einfach das Geld ein und bekommt die Ware. Dadurch kommt durch schlüssiges Handeln ein Vertrag zustande. Man würde das Geld ja auch nicht einwerfen, wenn man keine Leistung haben würde. Auch unser Taxibeispiel passt hier. Es ist allgemein anerkannt, dass man ein Taxi herbeiwinkt. Auch das Einsteigen ist schlüssig und bedeutet, ich möchte gerne eine Taxifahrt in Anspruch nehmen. Die dritte und letzte Äußerungsform ist das Schweigen. Hierbei muss aber deutlich unterschieden werden, ob das Geschäft mit einer Privatperson getätigt wird oder unter Kaufleuten. Unter Privatperson ist das Schweigen grundsätzlich als Ablehnung zu werten und bedeutet schlicht Nein. Aber Achtung, es gibt ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn man ein Abo abgeschlossen hat und es nicht kündigt. Dann wird es automatisch verlängert. Das ist aber etwas, was in den Bedingungen ausdrücklich erwähnt wird und was man im Allgemeinen auch weiß. Unter Kaufleuten, also wenn beide Seiten unternehmerisch tätig sind, dann kann ein Schweigen auch Ja bedeuten. Und zwar dann, wenn ein regelmäßiger, langjähriger Geschäftsverkehr besteht. Erhält ein Kaufmann von einem langjährigen Geschäftspartner eine Lieferung, die mehr enthält, als bestellt wurde, dann bekundet er durch Schweigen sein Einverständnis zu der Mehrlieferung und muss die Ware dann auch bezahlen. Um entscheiden zu können, ob das Taxi bezahlt werden muss, müssen auch folgende Bestandteile einer Willenserklärung, sogenannte Willenselemente, gegeben sein. Als erstes der Handlungswille. Wenn man eine Erklärung abgibt, dann muss man diese Erklärung auch wirklich wollen. Dann das Erklärungsbewusstsein. Der Erklärende muss sich darüber bewusst sein, dass durch seine Erklärung Rechtsfolgen entstehen. Ist dieses Bewusstsein nicht gegeben, dann liegt auch keine Willenserklärung vor. Auch der Geschäftswille ist entscheidend. Der Erklärende muss eine rechtlich bindende Wirkung beabsichtigen. Ihr seht schon, um eine Willenserklärung zu tätigen, bedarf es einem bewussten und absichtlichen Willen. Ist einer dieser Bestandteile nicht erfüllt, dann liegt auch keine Willenserklärung vor. Untersuchen wir nun nochmal das Taxibeispiel mit Hilfe unseres neuen Wissens. Welche Äußerungsform liegt vor? Natürlich das konkludente, schlüssige Handeln. Das hatten wir ja schon festgestellt. Welche Willenselemente sind gegeben? Die Person, die winkt, wollte diese Erklärung nicht abgeben. Sie wollte ja nur jemanden grüßen. Daher haben wir keinen Handlungswillen. Wenn sie zudem das Taxi nicht gesehen hat, weil sie nur auf den Bekannten geachtet hat, dann liegt auch kein Erklärungsbewusstsein vor. Auch sollte ja gar kein Geschäft zustande kommen in diesem Fall.
Es gibt also auch keinen Geschäftswillen. Da kein Bestandteil einer Willenserklärung vorliegt, ist auch kein Geschäft zustande gekommen. Man muss nicht bezahlen, auch wenn der Taxifahrer das verlangt. Natürlich ist es ärgerlich für den Taxifahrer, aber das passiert sicher öfter und mit mehr Erfahrung wird er das schon besser unterscheiden können. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, ihr konntet inhaltlich den Ausführungen gut folgen. Solltet ihr dennoch noch Fragen haben, dann schreibt mir einfach. Nun bleibt wie immer nur noch zu sagen, bleibt auf jeden Fall gesund, wir hören oder schreiben uns.